Und jetzt, jeder Autofahrer kennt das. Einmal nicht aufgepasst und schon geblitzt. Und die Technik der Blitzanlagen wird immer raffinierter. Es herrscht Blitzerkrieg und wir zeigen Sie die neuesten Waffen im Kampf Polizei gegen Autofahrer. Die Duellanten. Auf der einen Seite Jürgen Aschall von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Auf der anderen Seite Michael Haberland vom Automobilclub Mobil in Deutschland und damit Vertreter der Autofahrer. Ringfrei für Runde 1. Fester Blitzer gegen Blitzwarngeräte. Die Länder und Kommunen haben in den letzten Jahren in ihr fest installiertes Blitzerarsenal investiert. Die Polizei tritt an mit modernster Technik. Beispiel Traffy Tower für etwa 45.000 Euro. Für Autofahrer kaum zu erkennen, außen Stahl und Panzerglas, innen Hightech. Oder der Poliscan für ca. 80.000 Euro. Damit lassen sich gleich mehrere Spuren überwachen. Es wird immer mehr Hightech angewandt, um wirklich an das Geld der Autofahrer zu kommen. Das ist fast pervers. Das sind neueste Blitzgeräte der neuesten Generation. Die sehen sie gar nicht mehr. Es blitzt gar nicht mehr. Verkehrssicherheit können wir nur dann gewährleisten, wenn der Verkehrsteilnehmer eigentlich nicht weiß, dass er kontrolliert wird. Das sieht der Autofahrer anders. Um nicht mehr in Radarfallen zu treten, hat auch er aufgerüstet. Mit Blitzwarngeräten beispielsweise für Smartphone. Wir testen heute einen dieser mobilen Blitzwarner. Die Applikation ist kostenlos und soll sowohl mobile als auch feste Radarfallen in der Umgebung anzeigen. Ja, jetzt piept die App. Wir nähern uns also dem Blitzer und sie warnt uns auch sehr stark durch akustische Signale. Und jetzt schauen wir, wo der Blitzer hier versteckt ist. Da links sind zwei Blitzer. In der Tat. Die App-Entwickler aus Hamburg aktualisieren rund um die Uhr die Daten, die vor allem von Autofahrern kommen, die Blitzer melden. Eine Garantie, dass auch jeder Blitzer im Datennetz der App registriert ist, gibt es aber nicht. Trotzdem, der erste Punkt geht hier an die Autofahrer. 0:1. Aber rein rechtlich sind Blitzerwarngeräte und Apps am Steuer verboten. Wer während der Fahrt mit einer laufenden Blitzer-App erwischt wird, muss mit 75 Euro Bußgeld und 4 Punkten in der Flensburg-Kartei rechnen. Blitzerwarngeräte schaukeln im Prinzip eine Verkehrssicherheit vor, die nicht gegeben ist. Der Verkehrsteilnehmer wird sich dann, wenn er weiß, da werde ich geblitzt, an die Verkehrsregeln halten, das heißt auf die Bremse drücken. Wenn er vorbei ist, drückt er wieder aufs Gas. Im Prinzip wird sich die Verkehrsunfallhäufigkeit mit Sicherheit erhöhen, weil er sich nur dann daran hält, wenn er weiß, ich werde geblitzt. Da die Blitzerwarngeräte nicht legal sind, geht also dieser Punkt an die Ordnungshüter 1:1. Weiter mit Runde 2. Schwarzblitzer gegen Anti-Blitzer-Gadgets. Eine neue Generation von Blitzern sind die sogenannten Schwarzblitzer mit beinahe unsichtbarem Blitz. Und wer nicht merkt, dass er geblitzt wurde, kann den Standort auch nicht an andere verraten. Und hier werden die Wunderwaffen der Verkehrsüberwachung hergestellt. Bei einem mittelständischen Unternehmen im rheinischen Monheim. Insbesondere in Tunneln wird diese Technik eingesetzt. Für den Fahrer ist der Blitz im dunklen Tunnel so gut wie nicht erkennbar. Denn die spezielle Blitzerlampe versteckt sich hinter einer schwarzen Scheibe. Trafistar S330, so heißt der Feind des Autofahrers. Und er verkauft ihn. Hartmut Hoffmeister, Vertriebsleiter der Herstellerfirma. Ja, das kann man hier sehr gut erkennen. Hier gibt es den Normalblitz und hier gibt es den Black Flash. Wenn ich den Normalblitz auslöse, dann kann man sehr gut erkennen, wie also der Blitz arbeitet. Und hier sehen Sie den Black Flash, der also einen Blitz erzeugt, der doch deutlich abgedämpft ist und für den Verkehrsteilnehmer eben in der Praxis dann nicht mehr sichtbar ist. Das heißt, im Gegensatz zur herkömmlichen Radarfalle rechts weiß der Schnellfahrer gar nicht, dass er geblitzt wurde. Ihm wird damit auch die Möglichkeit genommen, sein Fahrverhalten sofort zu korrigieren. Man müsste also bewusst zu schnell fahren, bewusst in das Auge des Blitzes schauen und dann würde man ein leichtes Aufflammen erkennen in der Praxis. Viele Autofahrer empfinden diese Art Blitzer als besonders perfide. Die Polizei lobt hingegen diese Technik. Die Schwarzblitztechnologie wird nur in Tunneln eingesetzt und die dient eigentlich dazu, dass der Verkehrsteilnehmer nicht durch einen Blitz, der eigentlich dann normalerweise stattfinden würde, irritiert wird. Also der Schwarzblitz dient eigentlich der Verkehrssicherheit, um den Verkehrsteilnehmer nicht zu irritieren. Wir ärgern uns darüber
besonders, weil wir hier einen ganz modernen neuen Tunnel haben, der wirklich nach den besten europäischen Sicherheitsstandards gebaut wurde. Und trotzdem behauptet man, man bräuchte unbedingt diese Blitzer, um hier wirklich Sicherheit zu gewährleisten. Wir glauben, dass da mindestens 100.000 Autofahrer im Jahr geblitzt werden. Und Pi mal Daumen, bei 50 Euro pro Knöllchen wären das roundabout 5 Millionen Euro Einnahmen. Damit hätten sich die Blitzer in kürzester Zeit amortisiert. Gegen die unauffälligen Blitzer hat der Autofahrer keine Chance. Oder etwa doch? Online-Händler bieten dazu zahlreiche Produkte an, die zum Beispiel die Buchstaben auf dem Nummernschild wegzaubern sollen. Wir bestellen eine Spezialfolie und sogenannte Fotoblocker-Sprays. Zuerst testen wir die Folie. Für 150 Euro, so das Versprechen aus den USA, sollen wir jeder Radarfalle entkommen. Unser Testfahrer gibt Gas, die Radarfalle löst aus und das Nummernschild ist einwandfrei zu erkennen. Rausgeschmissenes Geld. Das macht den Hersteller reich. Durchgefallen. Und nun zum sogenannten Fotoblocker-Spray. Einmal auf das Nummernschild aufgetragen, soll das Spray mittels Reflexion ein leserliches Foto unmöglich machen. Kostenpunkt etwa 20 Euro. Eine lohnende Investition? Aber auch hier ist das rausgeschmissenes Geld. Das ist wieder fast der gleiche Effekt wie bei den anderen Sachen. Das ist fast noch besser geworden, das Kennzeichen. Wenn Sie Ihr Nummernschild manipulieren, bewegen Sie sich im Straftatenbereich. Das würde Sie Kennzeichenmissbrauch in der Richtung, also das ist eine Straftat, das könnte durchaus bis Freiheitsstrafe gehen, mindestens ein sehr hohes Bußgeld und Fahrverbot. Anti-Blitzer-Gadgets sind nutzlos und illegal. Auch die Runde 2 geht an die Gesetzeshüter 2:1. Startklar für Runde 3. Mobile Radarfallen gegen Online-Communities. Sie stehen hinter Büschen und Leitplanken. Mobile Radarkontrollen der Polizei. Ihr Vorteil, Sie können ständig den Standort wechseln, sich jeden Tag woanders platzieren. Ein Ärgernis für die Autofahrer. Geblitzt wird in erster Linie an Ausfallstraßen, an Einfallstraßen, an zwei-, dreispurigen Straßen, an Autobahnzubringern und derartigen Straßen, wo man leichter verführt wird, einfach auch ein bisschen mehr Gas zu geben. Die Polizei in München blitzt nur dort, wo es auch erforderlich ist. Das heißt, wir blitzen dort, wo Unfallbrennpunkte sind, wo wir eine Unfallhäufung haben, bei Kindergärten, im Bereich von Schulen. Also nur dort, wo es erforderlich ist. Eine Abzocke findet nicht statt. Der Autofahrer sieht das naturgemäß etwas anders und bezweifelt die Notwendigkeit mancher Blitzer. Und so schließen sich immer mehr Autofahrer zusammen und warnen sich gegenseitig in Online-Communities. Sehen Sie einen Blitzer, laden Sie die Ortsangabe hoch, auf die jeder zugreifen kann. Soziale Netzwerke sind natürlich gerade auch für Autofahrer sehr gut geeignet. Und dementsprechend wird es da auch eine weitere und größere Entwicklung geben. Sehr sinnvoll. Also wenn Sie eine Online-Community meinen, die, sage ich mal, untereinander ratscht und sagt, da gibt es eine feste Messstelle, die festen Messstellen sind ja irgendwann sowieso bekannt. Und die anderen Messstellen, wo die Polizei ständig wechselt, da haben Sie die Möglichkeit kaum, das entsprechend online zu verwerten. Weil bis der Kollege, sage ich mal, dem anderen das weitergibt, dabei wechseln die Kollegen bereits den Standort bei uns. So schnell wie die Polizei sind die Online-Communities nur selten. Aber grundsätzlich sind solche Gruppen legal und die gegenseitige Warnung kann funktionieren. Also gibt es einen Punkt für beide Seiten. Der Endstand also 3:2. Im Blitzerkrieg Ordnungshüter gegen Autofahrer hat der Autofahrer also das Nachsehen. Die sicherste Variante, nicht vom Blitz getroffen zu werden, ist nach wie vor Fuß vom Gas.